Herzlich willkommen, Jungs, zum nächsten Beat the 2 Million Ways. Im ersten Spiel heute geht's gegen D-Hammer FIFA. D-Hammer ist natürlich ja mittlerweile ein auch schon relativ erfolgreicher, professioneller FIFA-Spieler. Zumindest nennt er sich selbst professionell. Ich sage jetzt mal nichts weiter dazu, da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Er spielt eigentlich relativ oft auch die Community Cups erfolgreich mit. Und er spielt jetzt hier heute im Beat the 2 Million Ways als erstes in der zweiten Folge gegen mich. Jetzt muss ich noch ein bisschen was verstellen. Taktik noch ein bisschen einstellen. Ich habe die ein bisschen verändert in letzter Zeit. Seitdem klappt es auch ein bisschen besser. Und dann heißt es im ersten Spiel gegen D-Hammer FIFA, Dennis Hammer im Beat the 2 Million Ways. Let's go. FC Bayern als Gegner ist natürlich schwer zu spielen, weil die sehr defensiv eingestellt sind. Natürlich auch dafür bekannt sind, also in FIFA ihre Chancen eiskalt reinzumachen, weil man sie auch irgendwie ein wenig im Sturm unterschätzt. Weil Bayern sagt, das heißt ja immer, ja, die sind im Sturm nicht so gut. Und dann machen sie ihre Chancen eiskalt rein. Was ist denn hier los? Geht schon wieder gut los. James! Ist er drin? Oh, das sah aus, als ob er reinfliegen würde. Das war Eckball sogar noch. James köpft ihn richtig gut rein. Aber, ja, okay, also in den Strafraum rein und dann leider abgefangen. So, jetzt konnte. Also ich muss sagen, er spielt sehr schnell. Also ich kam schwer damit klar. Habe jetzt ein bisschen Entlastung noch dafür gesorgt im Sturm, aber jetzt, warte mal, jetzt können wir mal was. Ja, okay. Ja, ist in der Verteidigung ähnlich wie, ich würde mal sagen, Bubu. Also verteidigt hier sehr aggressiv und sehr oft auch richtig antizipierend. Und somit macht es sehr schwer für mich, da durchzukommen. Aber der Hammer FIFA ist nicht schlecht. Also schaut recht gut aus. Schöne Ballverlagerung, keine unnötigen Ballverluste. Muss man, ja, der hätte ich abfangen müssen. Gareth Bale! Oh! Er macht ihn nicht. Neue, beste Parade. Nachschuss wäre auch fast drin gewesen. Also, was heißt drin gewesen? Neue. Ronaldo wäre auch fast zum Abschluss gekommen, sagen wir es mal so. Somit, also ohne Witz, ich muss mich schon hier über Chancen freuen. Das ist eine sehr aggressive Partie. Er macht sehr wenige Fehler, muss ich sagen. Also ich komme schwer durch. Dennis Hammers hat sich echt zu viel für 16 stark verbessert. Hier, die kleinen Fehlerchen könnten sich hier noch immer reinschleichen, aber. Hat sich stark verbessert zu letztem Jahr. Jetzt müssen wir aufpassen. Lol, mach ihn doch rein! Nein! Ronaldo setzt hier sehr schön mit dem Shielding durch. Muss ihn eigentlich nur noch in die Mitte legen. Aber der trifft ja den Ball irgendwie nicht. Ne? Der Neue wäre da auf jeden Fall geschlagen gewesen. Ne? Also ich habe noch keinen richtigen Torschuss gegen mich bekommen. Aber muss jetzt schon... Ja, ein, zwei Chancen müsste ich jetzt genutzt haben, wenn ich jetzt effektiver wäre. Ja, aber hätte, so spielt er eigentlich recht gut. Kann man nichts sagen. Ich tue mich schwer. Schauen wir gleich in die zweite Halbzeit. Oh, jetzt wird gekontert. Come on, nein. Come on, der ist schnell. Er macht ihn nicht. Glück gehabt. Zum Glück ist Coman nicht so schussstark, sonst hätte der mir dir mit, sagen wir mal, Lewandowski einfach flach ins lange Eck versenkt. So habe ich noch ein bisschen Glück. Oh, Cristiano Ronaldo! Da lacht er sich mal ein bisschen durch. Hier scoopt er, schön um die eigene Achse gedreht. Damit hat er nicht gerechnet, ne? Wirklich? Ich mach hier. Warte mal, das war der erste. Scoop Turn, schön zwischen zwei Spieler durch, ein bisschen Shielding. Also nur ganz kurz antippen, weil sonst verkracht er sich ein bisschen mit dem Gegner, ne? Und dann wird er langsamer. Und so ein schöner, langer Schuss ins flache Eck. Schöner flacher Schuss ins lange Eck, so rum. Der haben wir FIFA. Da hast du kleine Fehler gemacht, aber normalerweise, also der geht auch schwer rein. Da musst du schon einen krassen Spieler haben, dass der so reingeht. Also das geht wahrscheinlich nur mit Ronaldo oder höchstens noch irgendeinem übelst krassen Spieler, Ibra oder so. Oh, jetzt hat er gepennt. Was macht Ronaldo jetzt vielleicht? Oh, ich mach's nicht. Gott, bin ich schlecht. Ich wollte rüberlegen, ne? Weiterlauf, rüberlegen, aber der hat das sehr gut verteidigt. Also da hat er gewusst, dass ich geradeaus weiterlaufen will und hat, ohne Witz, besser hätte es nicht verteidigen können. Ja, das hat er gut gemacht. Da habe ich auch weiter gepennt. Das war knapp. Das war richtig knapp. Ich wusste, dass der Ball in die Mitte kommt, deswegen bin ich in den Passweg reingegrätscht. Aber der war knapp. Also der hätte echt gut reingehen können. Schön durchgedribbelt. Und so regt er sich jetzt wahrscheinlich gerade auf, dass er den Ding nicht reingemacht hat. Jetzt kommt die lange Flanke. Oh, das wird gefährlich. Das wird gefährlich. So, das war's. D-Hammer FIFA. Hast dich gut geschlagen. Offensiv hast du eine sehr, sehr kreative Spielweise. Nur, ich hatte
heute ein richtig gutes Spiel erwischt. Also gerade habe ich echt ein verteidigungsstarkes Spiel erwischt, sodass, ja, wohl 4 Torschüsse habe ich dazu zugelassen. Warte mal, schauen wir uns mal ein paar an. Also ich denke mal, hier, Fehlschuss. Hier, Boateng. Ja, okay, das waren dann, oh, ja, das waren dann schlechtere Chancen, aber das waren dann mehr, eher so kleinere Chancen. Ich sehe ja da hier immer noch einen. Ja, okay, das war der Kopfball. War nicht schlechtes Spiel, also ohne Witz. Ich habe mich echt sehr, sehr schwer getan. Habe hier ein Tor mit ein bisschen Luck geschossen. Also ich würde sagen, das war ein klassisches 0-0 Spiel. Hast dich gut geschlagen, Dennis Hammer. Bist auch besser geworden in FIFA 17. Damit, ja, ist die Hammer das erste Spiel vorbei. Schauen wir gleich ins zweite Spiel. Bis gleich. Zweites Game, Fishy Molly Base 7. Alles klar. Kreativer Name, Maurice Lemnitz. Im zweiten Beta 2 Million Ways des Tages. Ich nehme gerade, muss zugeben, zwischen den Aufnahmepausen, zwischen dem ersten Spiel und dem zweiten Spiel sind jetzt mehrere Tage vergangen. Deswegen hört sich jetzt meine Stimme auch so an. Aber ich hoffe, ihr werdet mich trotzdem erkennen und mich für voll nehmen. Und jetzt heißt es ein Game gegen Fishy Molly Best 7 im zweiten Beta 2 Million Ways des Abends. Let's go! Also, let's go gegen FC Barcelona, Fishy Molly Best 7. Ich habe gerade im ESL Premium Cup, habe ich gerade gespielt, es ist jetzt Montagabend, bei der Aufnahme der dritten Folge. Das heißt, Dienstagmorgen, also wenn ich es hinkriege, Dienstagmorgen wird das der Video hier hochgeladen sein. Seht ihr ja gerade hier unten im Videotitel, also nicht im Titel, sondern in der Beschreibung. Wow! Und, wow! Und ja, das geht ja schon mal super los. Und deswegen, wollte ich nur mal erwähnen, jetzt geht's mit dem Beta Pro weiter. Beta 2 Million Ways. Also ich muss sagen, es ist ein sehr komisches Spiel. Er ist wie, hier sieht man es hier gerade, er agiert wie ein Lamborghini. Also irgendein schlauer Mann hat das in der Bundesliga mal gesagt. Das ist wie ein, die Bayern sind wie Lamborghinis, beziehungsweise Robben war das. Robben ist wie ein Lamborghini. Du weißt genau, was er macht, aber irgendwie kannst du es nicht verteidigen. Und ich weiß auch irgendwie alles, was er macht. Also er ist sehr berechenbar, das ist halt eine seiner großen Schwächen. Aber ich muss auch sagen, er hat sehr viele... er kann sehr schnell spielen. Er ist also so ein typischer Liga 1 Spieler, wo dich komplett überrumpeln will. So. Macht aber auch sehr viele... Warte mal. Nee, wieso schießt er was nicht? Macht sehr viele berechenbare Sachen. Das heißt, da ist nichts Außergewöhnliches dabei. Das ist halt einfach sehr schnelles Spiel. Immer schnell in die Spitze spielen, schneller Steinpasse. Immer drauf rumbeln wie ein Verrückter. Und das kann man sehr gut berechnen. Aber das ist halt seine einzige Schwäche. Hier, der spielt sehr schnell, sehr, sehr aggressiv. Und sowas klappt halt im FIFA 17 auch sehr gut. Weil es immer schwerer fällt in FIFA 17 mit... die Bälle abzufangen, und das schaffst du bloß noch mit L2 gut, und ich bin kein L2-User, weil das ist, ja, ich finde, das ist nicht gut. Ja, das ist, ich habe es jetzt hier am besten gerade so gesehen, der spielt immer den Doppelpass und versucht sofort wieder steil zu schicken. Du, man weiß alles, also ohne Witz, da ist nichts dabei, wo du jetzt denkst, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet, sondern du weißt einfach schon alles vorher. Nur ist es halt bei ihm, wie auch bei sehr, sehr vielen anderen Spielern, die ähnlich wie er spielt, sehr berechenbar und auch sehr schwer zu verteidigen. So, 76. Minute, ich muss jetzt mal wechseln, meine Spiele sind schon komplett kaputt. Es ist ein weitestgehend ausgeglichenes Spiel. Es sind weniger Chancen auf beiden Seiten. Alle meine Chancen, oder beziehungsweise die größten, habt ihr jetzt gesehen. Er hat jetzt immer wieder mal so kleinere Chancen, wo ich jetzt eigentlich keine so ernsthaft zeigen konnte. Also immer mal wieder so eine Flanke, und wo halt dann vielleicht der Torwart so easy aufnimmt. Oder mal so ein Schüsschen, was da weiter neben geht. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes bei uns beiden. Weil ich mich sehr schwer tue mit ihm und er sehr schnell... und sehr aggressiv meine Angriffe auch blockt. Also bis jetzt ist es sehr ausgeglichen. Schauen wir mal, ob das in den letzten 15 Minuten sich noch ändert. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das mache ich hier öfters, die Szene gerade hier, dass ich von außen einfach in die Mitte wieder ziehe und in die Mitte legen will, aber es klappt gerade nichts. Das Ding hat ihn komischerweise. Also hat er den Torwart rausgeholt, komischerweise, und auch entgegen der Erwartung erfolgreich. Also, dass der... Boah, nicht schlecht zugelaufen. Dass er denn da mit den Füßen abblocken kann, ist sehr überraschend. Schauen wir mal, ob wir da noch was in den letzten Minuten ändern können. Aber der bringt nicht einmal einen Mann. Ach, Ronaldo, er holt noch den Ding schneller. Jetzt geht es wahrscheinlich 0-0 aus.
Und das war's. Schönes Spielchen, also durchaus ausgeglichen. Ich hätte vielleicht ein, zwei Chancen, hätte ich vielleicht mal machen können. Er hätte aber die zum Beispiel auch reinmachen können. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen zu zeigen. Und sonst war es eigentlich, ja, schönes Spielchen, schön ausgeglichen. Fischimolle Base 7 hätte auf beiden Seiten einen Sieger geben können. Drei, ja, ein Torschuss hätte er zum Beispiel auch reinmachen können. Ich habe drei Torschüsse, sollte nicht sein. Schönes Spielchen, schauen wir gleich ins dritte Spiel. Bis gleich. Und dritter und letzter Gegner, Danilo 980, Daniel Sucha mit Manchester United im Beat the Dominant Ways Nummer 3. Let's go. So, schauen wir mal, was losgeht. Also, schauen wir mal, was hier abgeht. So. Weil Manchester United ist ja sehr dafür bekannt oder von den Spielern her sehr typisch, dass man sehr auf Flanken geht und sehr viel das Mittelfeld mit, sagen wir mal, mit Zweikampfstärke dominiert. Schauen wir mal, wie Danilo 980 hier abgeht. Let's go. Manchester United mit seinen eigenen Waffen geschlagen, weil Manchester United ist ja eigentlich sehr darauf bedacht, auf Ibra zu flanken und zu köpfen und das 1-0 zu schießen und so machen. Eigentlich das ich jetzt genauso, ne? Marcelo schön reingeflankt, kann man schwer verteidigen, hat er nichts falsch gemacht. Er spielt sehr stark, also wundert mich gerade ein bisschen, dass er jetzt hier auch einzeln so früh zurückliegt. Hat er, okay, Flanke, kann man schwer verteidigen, aber das war jetzt ja ein bisschen ungestüm. Aber ich muss sagen, ohne Witz, schöne Dribbling, schöne Ballstaffette und auch schöne Zweikampfstärke. Also ohne Witz, Manchester United ist ja, wenn du das spielen kannst, im Mittelfeld einfach fast unbezwingbar. Und das macht er hier auch sehr gut. Ich komme hier sehr schwer durch. Muss jetzt hier ein bisschen über Flanken gehen. Okay, das war ein komisches Tor. Schön abgeschlossen, also letztendlich der flache Schuss ins lange Eck hat er sehr bombenschmissig gemacht. Ich meine, war zwar gelackt wie Hölle, weil Rooney da einfach nicht am Ball kommen darf, aber letztendlich, also ich muss auch sagen, das ist ja auch der Reiz davon, dass man natürlich seine Chance noch machen muss, nachdem er ein bisschen Glück hatte. Aber, ja, nicht schlechter Schuss ins lange Eck, hat er drauf den Doppelschuss, 1-1. Wow, die R1-Schüsse sind einfach OP in diesem FIFA. Also ohne Witz, nicht Schüsse, sorry, tut mir leid, die Pässe in die Mitte. Du musst antäuschen, aufs Langeck zu gehen, ziehst dann wieder in die Mitte, Ronaldo, der Torwart ist noch ungestellt und Ronaldo versenken hier zum 2-1. Also da hat er ein bisschen Probleme gehabt, weil es ist natürlich gut angetäuscht war, aber natürlich, wenn du den Spieler nicht kennst, gegen den du spielst, also weil er kennt mich jetzt ja nicht, tust du dich da oft wegen schwer, was mache ich denn? Wow. Ich bin hier viel zu passiv, hat er echt schön gemacht. Rooney macht hier fast wieder den Ausgleich. Hat ein bisschen Pech hier im Abschluss. Ja, so macht es Spaß. Also Ibra steht jetzt auf Zock, kann den natürlich nicht verwerten, weil der Ball hier wieder 3 Sekunden braucht, um anzukommen. Der Bruder lässt sich wieder hier die komplette YouPorn-Mediathek-Runde. Von daher ist das innere Tor am Arsch, dass ich da leider hier nicht, sagen wir mal, schön zocken kann. Ja, wow, was willst du da machen? Was willst du machen? Er hat schön gespielt, hat schön reingelegt, also das war, glaube ich, ein normaler Pass. In der Mitte auch Wayne Rooney, der macht sogar das 2-2 wieder, also so ein ähnliches wie meins. Aber du kannst ja nicht ordentlich verteidigen, also ich tue mich ja sehr schwer mit dem Verteidigen, weil der Luck hier, das sieht man hier schon, du kannst hier kaum reagieren. Ja, leider habe ich halt so einen Bruder, der sich komplett durch alle Pornoseiten durch downloadet, um seinen Computer dann voll zu stopfen oder was weiß ich, was der Trottel da auch macht. Und somit, schaut es euch an, da kannst du einfach nicht, ja, wettbewerbstauglich spielen. Das tut einem sehr weh. Kamachal kommt hier auch ein bisschen glücklich am Ball, also ähnlich wie sein 2-2, kommt einfach irgendwie komisch durch. Und dann wie gesagt, das habe ich jetzt auch so gemacht, wie er beim 2-1, also beim 1-1 zum Beispiel hier. Schön langes Eck, flacher Schuss, da hat der Torwart wenig Chancen, ne? So steht es hier 3-2. Aber ich kann das Spiel nicht ordentlich zählen, weil die Verbindung halt ab und zu, also ohne Witz, ich muss zumindest auch sagen, ist wenigstens nicht in den komplett entscheidenden Aktionen einfach komplett abbricht. Also was heißt abbricht hier, komplett lackt und da kannst du nicht gut verteidigen. Das sind alle einfach Delays. Und dann geht einfach so ein Ding hier rein. Martial aus, was weiß ich, 30 Metern. Hält einfach mal drauf, ja, 25 Metern. Kannst du schwer verteidigen. Und er geht rein und er lässt die Replay-Kamera laufen zum 3-3. James! Da hast du dir einen großen Abspielfehler erlaubt. Also du bist hier komischerweise sehr nervös unterwegs hier auf Bale. Den habe ich super abgefangen, aber war auch nicht unbedingt schwer, weil es ein starker Fehlpass war. Spiel wieder auf James diagonal rüber und James macht mit einem allein Schuss ins kurze Eck. Also ohne Witz, das ist richtig... richtig torreiches Game gerade.
Wow! Wow! Was eine Freistoßvariante! Die muss ich mir merken. Smalling kommt hier wunderbar zum Schuss. Schießt mit R1 am langen Eck, war das, glaube ich, aber nur haarscharf vorbei. Den hat er. Ohne Witz, Pogba. Wir haben hier wunderbar an. Den muss eigentlich auch mit dem Tor belohnt werden, aber ich komme zum Glück noch irgendwie mit einem Spieler, mit einem Abwehrspieler dazwischen. Und somit kann er nicht ins lange Eck schlänzen. Wow, Modric! Da hat er sich wirklich darauf konzentriert, dass ich den Ball nach oben spiele. Das heißt, Meister, du musst ein bisschen passiver, ein kleines bisschen passiver, empfehle ich dir. Weil du hast dich hier echt, also ich habe hier angetäuscht, dass ich nach oben spiele. Du rennst mit sehr vielen Spielern nach oben, also nach, ja, man sagt immer nach oben, wenn man einfach die obere Seite des Spielfelds meint. Und ich konnte hier problemlos nach unten auf Modric durchspielen. Das heißt, aggressiv und offensiv gefällt es mir sehr gut, sehr variabel und auch sehr überraschend teilweise. Teilweise auch ein bisschen berechenbar. Trotzdem aber ein schönes Spielchen, bist halt hinten ein bisschen offen und ein bisschen nervös gewesen. Weiß nicht, woran es lag, vielleicht, dass du jetzt auf YouTube landest oder was auch immer. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier das 6-3 machen. Komm! Jawohl! 6-3, das heißt, das ist der Endstand, müsste normalerweise sein. 90+4, 6-3 geht's aus gegen Danielo 890. Das war's. Gut, schönes Game. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei allen von euch, Jungs. Jetzt spielt es gleich aus, nachdem der Ball da angekommen ist. Jo, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, nachdem ihr dieses Video angeguckt habt. Schönes Spiel von hier mit dem Danilo. Ich habe ihn aber auch 6 Kisten reingeknallt. 4-3 der Offensiv läuft einfach zur Zeit. Dankeschön fürs Zuschauen, Jungs. Haltet die Ohren steif. Macht's gut, Freunde. Lasst dem Video ein Like da. Und Servus.